Alter, was geht ab, Leute, Junge? Wie immer, in letzter Zeit aus der Bibliothek, an der Uni. Da vorne seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ein möchte gern Model-Fotoshoot. Werde ich ein bisschen genießen. Ansonsten drei Sachen heute. Erstens, Clip werde ich vielleicht einblenden oder jetzt neben mir einblenden. Winner is Pokemon Go. To have so many people get up and go outside is just, it's mind-blowing. It's a truly a dream come true, so thank you very much. Yeah, thank you very much for all the fans. We got this award, thanks to you. Also, save your candies. Hat Pokemon Go irgendeinen Preis gewonnen und nachdem die den Preis akzeptiert haben, hat so ein Typ gesagt, save your candies, also spart eure Bonbons. Manche spekulieren, dass Double XP Event jetzt kommt. Mal schauen, ich wäre mir nicht so sicher, aber also sparen sollte man es auf jeden Fall jetzt, vor allem nach der Ansage. Nummer 2, seit gestern Abend das Pikachu Event draußen mit dem angeblichen Pikachu Hut, also mit der angeblichen Party Hut Mütze wegen dem Pokémon Jubiläum. Hab paar Bilder gesehen, ich persönlich habe noch keinen Pikachu gesehen, also die sind recht selten, auch auf der Map. Nichts Erhöhtes gesehen, also weiterhin ein, zwei hier, aber genauso oft wie davor, also kein Vergleich zu Weihnachten. Und dann Nummer 3 natürlich, wie der Titel des Videos wahrscheinlich schon sagen wird, ein wildes Despota kam gestern, 96% IV. Zufällig war ich auch in der Bibliothek, auch an der Uni und war nur 10 Minuten zu Fuß davon entfernt, bin natürlich dahin gelaufen. War sehr überraschend, also bin ohne Kamera, ohne nichts dahin gegangen, hab dort viele Leute gesehen. Weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich die Sachen, die ich dort aufgenommen habe, jetzt verarbeiten werde, wie ihr die sehen werdet. Schauen wir mal. Ansonsten, Bauarbeiten da drüben, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Werde ich zurück in die Uni gehen, weiter in die Bibliothek, ein paar Sachen noch machen. Während ich euch das einblende mit dem Despotter gestern. Da haben schon sogar ein paar Zuschauer danach gefragt, wann es kommt. Und dann danach schauen wir mal, ob wir einen Pikachu finden. Pikachu, die Nummer 1 für mich und ich brauch dich. Am liebsten hab ich immer dich ganz klar bei mir. Gib mir jeden Kampf mit dir, weil wir beide nur zu zweit unschlagbar sind. Zu 90% und ja, ja, zum Verteidigen, weiß nicht. Du wissen. Naja. Leute, fangst. Bei mir ist der erste Ball geflohen. Richtig leidend. Scheiße, Mann. Ah, wie es abgeht. Justus, der Verrückte, will ich mit Sanderberg gefangen? Ja, ohne Scheiß. komm. Ah, leck mich. Du Stück Scheiße. Oi, du. Alles gut? Alles gut, Justus? Nein! Kein Stress. Ich bin so fucking nervös gerade. Pass auf. Ich werf so schlecht. Der ist, oh mein Gott. Der ist drin. Es bleibt hängen. Ja! Fuck! Nice. Oh, pass mal auf. Bam. 20 Bonbons, 500 Sternstaub. Ich muss dich drücken. Nice. Ich muss dich, komm mal her, komm mal her. Ah. Glückwunsch, Digga. Ey, ich hätte es dir gegönnt. Ja, ich Mann. Hätte es dir so gegönnt. Mann, jetzt mal gucken, wer noch kommt. Ich hab dir den perfekten Parkplatz hier gekriegt. Ich hatte so Glück. Ich hätte schon gedacht, du schaffst es, ne? Thank you.
mein Gott, Doc, was geht ab, Mann? Oh mein Gott, Tati. Erstmal gute Leute hier. Und dir ist abgehauen, oder was? Ja, Mann, erstes Mal. Echt los. Ich hab's gefangen, Alter, Gott sei Dank. Super saftig, Mann, super saftig. Ends viele hier, Mann. Ja, Mann, ends viele Leute. Richtig krass. Oh mein Gott, so krasses Teil. Alle unterwegs. Ich bin auch einfach so da gewesen, nicht mal Kamera habe ich dabei. Kurz mit Handy filmen. Egal, Handy, Mann. Ja, Mann. Ernst, Chris. Alter. Oh mein Geil, Mann. Soll ich die mitnehmen? Nee, ich wohne ja gleich hier. Also, was? Irgendeine U-Bahn-Station wäre nicht schlecht. Dahinter, so Richtung Münchner Freiheit, glaube ich. Ja, das wäre perfekt. Also, jetzt habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, habe ich wahrscheinlich schon angeblendet, wie mir das Despot entkommen ist. Richtig bitter, richtig leidend. Ein Ball und direkt ausgesprungen. Ich war nicht so verrückt wie Justus, habe sogar Himi-Burger eingesetzt. Und great, aber ist trotzdem geflohen. Ich gehe hier jetzt diesen Weg entlang, runter zum Odeonsplatz, aka Hofgarten. Ihr seht, nachdem ich dieses Topsy gefangen habe, ist ein krasser Weg. Da sind so 10, 12 Stops einfach nur die Straße entlang. Da bis da runter und dann schauen wir mal, ob ich dort irgendwo ein Pikachu finde und mich von meinen Leiden erholen kann. Das Wetter war echt bitter, 96% IV, über 2000, also der war echt super saftig. Den Weg zum Hofgarten sehe ich, dass die Module an sind, zumindest drei. Was eigentlich auch besser ist, weil den vierten erreicht man nur zu Fuß, also wenn man in der Mitte sitzt, erreicht man genau die drei. Schön zu sehen, dass der Hofgarten wieder belebt wird. Ihr wisst, wir haben Hofgarten krass gemacht, gehypt. Davor war nicht so viel los im Hofgarten, nie ist jemand dorthin gegangen. Keine Ahnung, wie lange die noch laufen, aber ich werde es versuchen auszunutzen. Immerhin wurde uns gesagt, spart eure Bonbons. Also werde ich jetzt mal ein paar Reserven ansammeln. Das war's von mir wieder. Der ist Butter leider richtig leidend entkommen. Der war richtig krass. Schön für Tati, dass er es bekommen hat und auch viele Leute unterwegs. Pikachu heute keinen einzigen gesehen, also als wäre das Event nicht mal gestartet. Ansonsten Hofgarten war recht chillig, richtig viele Leute, aber nicht alles Pokémon-Spieler natürlich. Und auch noch ein Dumiesel-Nest, falls es irgendjemand interessiert. Ansonsten war's das auch schon wieder. Wir haben mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.